Was habe ich jetzt gemacht hier? Warum leuchtet das alles? Habe ich da hier was gemacht? Das gibt's doch nicht. Ein bisschen brauchen wir auf jeden Fall noch. Hä, wie sind wir denn jetzt plötzlich so weit abgekommen wieder? War noch ebenso gut. Ach so, wahrscheinlich weil wir einen Nav-Punkt erreicht haben. Gehen wir noch mal ein bisschen rüber. So, weil ich das eingestellt habe. So. Deswegen bin ich jetzt auch so weit abgekommen. Aber wie fliege ich? Das hier macht. Das ist ja dann der Modus, wie ich hier auf dem direkt auf dem Dings bleibe. Mal gucken. Also das ist mir noch nicht so ganz klar, wie ich das mache. Hey, was ich hier so durch die Gegend gurke, vor allem so tief.
So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich mal das hinkriege, hier zu steigen. Jo, jetzt geht's aber, ne? Warum auch immer. Was die komischen Einstellungen immer sind. Ich steige jetzt einfach mal auf 10.000 hier. Ja, besser ist. Milan Center, Airbus Alpha Sierra, X-Ray 3, 206,400 feet. Ja, da sind wir gerade. Das ist ja die Frage. Das können wir ja zumachen. Müsste ja eigentlich. Checkliste. Das ist ja eigentlich durch. Wir sind ja auch schon in der Luft, aber ich würde gerne meinen Flugplan sehen. Ja. Hier, Nahflug. Time Climb und dann 80, also 1100 Kilometer auf 339. Die Höhe steht halt hier nicht, ne? Und dann nochmal also Richtung 60 Grad für 18 Kilometer. Gut, hätte ich jetzt mal hier Stoppuhr machen können, damit ich ungefähr weiß, mit dem Log, was ich mache. Aber ich habe ja eigentlich. Ich habe halt tolle Computer, die das können. Also verstehe ich das Problem nicht, ne? So, ich drehe mal. Jetzt versuche ich mal darauf zu achten, dass ich hier auch auf der Linie drauf komme. 339. Das brauche ich eigentlich nicht. Reisenahe brauche ich auch nicht. Ziele brauche ich auch nicht. Treibstoff brauche ich gerade nicht, weil ich habe unendlich. Flugassistenz lasse ich mal an. Grundlegende Steuerung lasse ich auch mal an. Kamera, ja. Flugsicherung ist auch gut. Jetzt kommen wir nämlich langsam zu den Alpen. Und deshalb bin ich auch ganz froh, dass ich jetzt hier nicht so ganz so hoch fliege. Sehen wir schon ein bisschen was von den Bergen, müssen wir eigentlich, ne? Aber die Bewölkung ist halt. Bewölkung? Ja, Bewölkung ist recht hoch. Will ich das Fenster aufmachen? Schade. Es ist schon immer wieder schick. Da kommt mal ein Blitz aus dem Nichts. Wo kommt denn das plötzlich her? War eigentlich ein Radar hier? Tarnanzeige. Boah. Kommen wir später, sind noch ein bisschen weiter weg. So Radar wäre geil. Dass wir so Sachen wie Gewitter und sowas alle sehen können. Frech, einfach so ein Blitz aus dem Nix. Mal rausgucken hier. Schon ein schickes kleines Flugzeug. Ich würde auch sagen,
Schritt für Schritt kommen wir auch auf den richtigen Kurs, hoffe ich mal. Mann, 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 Mann. Vielleicht soll ich noch einen Tick höher fliegen. Damit ich noch mehr Abstand zu den Wolken habe, ja? Ist vielleicht keine schlechte Idee, ja. So, erstmal muss ich hier gucken, dass ich hier wieder ordentlich auf meine Flugroute komme. Was soll ich machen? Ah, weiter wie geplant, okay. So, auf das 12.000 zu climben, ja. Damit wir jetzt hier nicht zu lange in dieser blöden Gewitterwolke drin sind, ja. So, kommen wir jetzt auch langsam über die Alpen. Going to 124.925 Airbus 320. So, das ist manchmal. Airbus Alpha Sierra X-ray tree 2010,700 feet. Und tschüss. Tschüss, Milan. 124.25 for Airbus Tree 20. Approach Airbus Alpha Sierra X-ray Tree 2011,500 feet. So. Ja, wir sind noch nicht ganz über den Wolken. So, Mailand kommt als nächstes. Jedenfalls vor unseren Funk. 124.925 Airbus Tree 20. Milan Center, Airbus Alpha Sierra X-ray Tree 2011,900 feet. Ah, gleich auf 12.000 Fuß, wie eingestellt. Ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen, auf den Kurs zu achten, ey. Was ist das für ein Scheiß, ey? So, was schreibt denn der gute Max? Immer durch die Wolken durch. Noch nicht ganz mehr 675 knapp Kilometer bis Dortmund. Ah, schon ein bisschen Turbulenzen hier. Ich glaube, ich fliege einfach noch höher. 15.000. Erkennen wir noch nichts. So, gucken wir hier nochmal kurz auf meine Karte. Ich würde auch gerne ein bisschen schneller fliegen, ne? Aber gibt die Mühle einfach nicht her. Jo, jo, jo.
Das sieht aber nicht gut aus. Und du Scheiße. Man da wirklich durchfliegen sollte, bin ich mir nicht so sicher. Ey, sowas muss man doch eigentlich umfliegen, oder? Okay, das ist schon ziemlich krass. Naja, wir fliegen einfach durch. Ab durch die Mitte! Hier scheint es noch nicht zu blitzen, also. Alles ausprobieren, ob das funktioniert. Tja, bei mir habe ich ist der Flightstick auf der rechten Seite, also in echt, und der Throttle auf der linken. Ja, falsch rum aufgestellt, aber ich glaube von der Ergonomie soll das auch so sein. Doch irgendwie so eine Art Radar haben. Wetterradar oder so. Also hat es bestimmt. Aber wo das ist, ist die andere Frage. Upper, das unteres Display. Was auch immer. Da will ich mal nix hier rummachen. Cockpit Door. Lock. Aha. Luftbremse. Nö, brauchen wir jetzt auch noch nicht. Seitenrudertrümmung brauche ich auch nicht. Gottes Willen. Ich kriege ja immer Bammel, dass ich hier durchfliegen muss jetzt, ja. Weil ich hier auf 15.000 Fuß bin fast, ja. Das muss nicht sein. So, okay, also das ist hier Funk. Funknavigation, Treibstoffprognose. Ja, unendlich Treibstoff hier. Flugplan, da ist es ja. Zum Tag hier nicht verfügbar. Formulier, das ist Destination. Das ist Düsseldorf Airport. End of Plan. Wir fliegen schon ziemlich genau einfach drauf zu, aber. Fortschritt. Rechts verkehrt. Pfeile und CDU drücken. Wir sind immer noch nicht ganz auf unserer, aber richtigen Strecke, aber ziemlich. Ja, wieder ein bisschen Regen. Passiert, wenn man durch eine Regenwolke fliegt, würde ich einfach mal sagen. Datenseite. Ja, funktioniert doch. Was scheiße denn hier nicht verfügbar? Position Monitor. Flugplan. Das ist doch das, was wir eigentlich wollen. Aber hier ist halt nichts eingegeben, ne? Das ist bei Speed, Altitude.